Willkommen zurück bei Kochen mit Frau Lind. Heute wieder aus meiner eigenen Küche zu Hause. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass ich gerne Dinge selber mache. Und das liegt daran, dass es mir zum einen sehr, sehr viel Spaß macht und ich es interessant finde. Zum anderen liegt es daran, dass ganz viele Produkte leider voll sind von Inhaltsstoffen, die nicht so gut sind für unseren Körper, beziehungsweise die Inhaltsstoffe haben, die nicht gut sind für unsere Umwelt. Eines von diesen Inhaltsstoffen ist zum Beispiel Palmöl, weil für die Gewinnung von Palmöl müssen ganz, ganz viele Regenwälder gerodet werden. Und wie ihr alle wisst von Fridays for Future, ist es nicht gut, Bäume zu roden, weil dadurch der CO2-Haushalt steigt und das zerstört nach und nach unsere Erde. Und weil ich das vermeiden möchte, habe ich mir gedacht, es ist ganz einfach, Dinge selber zu machen. Warum soll man es nicht einfach tun? Eines von den Produkten, wo leider ganz, ganz viel Palmöl drin ist, ist eine uns sehr bekannte Nuss-Nougat-Creme. Die ist aber nicht die einzige. Ihr könnt mal durch den Supermarkt laufen, durch die Gänge und gucken, was da alles so drin ist. Und leider ist es ganz oft in so Schokoladenprodukten und sowas, dass da eben Palmöl drin versteckt ist. Weil es aber trotzdem lecker ist, dachte ich mir, wir machen das einfach selber und darum möchte ich heute mit euch eine Nuss-Nougat-Creme selbst machen. Das geht ganz einfach, ihr braucht nicht viel, aber ich dachte mir, wenn man kocht, macht es mehr Spaß, das zu zweit zu machen und darum habe ich mir heute eine Hilfe geholt. Moment schnell, hier ist ein bisschen eng, darum müssen wir jetzt Plätze tauschen. Kommst du? Ja, gut. Bis gleich. Hallo, ich bin's, der Osterhase. Ihr kennt mich bestimmt alle. Ich bin gerade am Haus der Frau Wind vorbeigehoppelt und habe mir gedacht, die macht Nuss-Nougat-Creme selber. Da möchte ich unbedingt helfen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei und ich bin schon gespannt, wie es wird. Okay, ihr braucht überhaupt nicht viel für euer Nutella. Einmal Haselnüsse, dann natürlich Schokolade. Das kann so Backkonfitüre sein. Und es funktioniert auch tatsächlich mit allen möglichen Schokoladen. Ich mag eigentlich lieber dunkle Schokolade, darum habe ich es beim Versuch damit probiert. Es hat super funktioniert. Das ist jetzt Vollmilch-Kuvertüre. Da könnt ihr bitte auch darauf achten, dass da vielleicht kein Palmöl drin ist, weil sonst macht das ganze palmölfreie Backen, Kochen nicht wirklich Sinn. Genau. Dann habe ich hier Zucker, das ist in dem Fall Kokosblütenzucker, weil ich den zu Hause hatte. Ihr könnt aber auch Puderzucker nehmen, ist kein Problem, oder irgendeinen Sirup oder so. Nur ihr müsst dran denken, wenn es jetzt ein ganz, ganz kräftig schmeckender Sirup ist, dann schmeckt man das natürlich auch im Nutella. Also einfach irgendwas neutral schmeckendes. Zuckermäßiges nehmen. Dann Kakao, ganz normaler Backkakao und ein wenig Öl. Ich habe hier in dem Fall Mandelöl. Im Rezept steht eigentlich Erdnussöl. Das habe ich nicht gefunden. Ich denke, man kann auch einfach irgendein Öl nehmen, das einfach wenig Eigengeschmack hat oder ein Öl, das einen nussigen Geschmack hat. Und wer möchte, muss nicht sein. Ich mag es gar nicht so gern, muss ich ehrlich sagen. Habe ich, verkehrt rum, Entschuldigung, Vanillearoma. Und da kann man dann nach Geschmack einfach ein paar Tropfen reintun. Gut, los geht's. Ich schieb das mal ein bisschen zur Seite. Ihr braucht am Anfang eine Backform oder ihr könnt auch einfach ein Backblech nehmen mit ein bisschen Backpapier drauf. Da kommen die Nüsse rein und diese Nüsse schiebt ihr jetzt erstmal in den Ofen für
25 Minuten circa bei 150 Grad. Und nicht vergessen, ihr müsst immer wieder ein bisschen umrühren, damit die nicht anbrennen. Genau. Osterhase, tust du es schon mal in den Ofen? Jo, kein Problem. So, die Haselnüsse sind fertig geröstet. Seid bitte vorsichtig beim aus dem Ofen holen, es ist ganz heiß. Lasst es vielleicht eure Eltern machen und euch da ein bisschen helfen. Nicht, dass ihr euch verbrennt, das möchte ich natürlich nicht. Wenn die Haselnüsse fertig sind, seht ihr schon, bei manchen geht die Schale so ein bisschen ab. Und genau das ist das, was wir wollen. Und damit es ein bisschen leichter geht, nehmt ihr das erstmal und stellt es zur Seite. Vorsichtig, es ist immer noch heiß. Dann holt ihr euch ein Geschirrtuch und dann schüttet ihr einfach die Haselnüsse in das Geschirrtuch rein. Osterhase, willst du das mal machen? Ja, gerne. Okay. So. So. Sehr gut gemacht. Dankeschön. Und dann habt ihr das im Geschirrtuch und dann nehmt ihr das einfach an den Ecken und faltet das so zusammen. So. Und macht es möglichst ganz zu und dann rollt ihr das und bewegt es so hin und her. Und durch die Bewegung verlieren die Nüsse ihre Schale. Das machen wir jetzt eine Weile lang und ihr auch. Und dann am Ende sollten die Nüsse weitestgehend ohne Schale sein. So, wie ihr seht, Moment schnell, der Osterhase muss das noch gescheit ausbreiten. Wie ihr seht, sind schon bei ganz, ganz vielen die ist die Schale schon weggegangen, genau, und ihr seht, hier unten ist die dann, genau, abgefallen. Es geht nicht bei allen, das macht nichts, ihr könnt dann einfach herkommen und versuchen, wenn die ein bisschen abgekühlt sind, die Schale mit den Fingern ein bisschen so abzupulen. Das geht dann ganz gut, wenn aber noch was dran ist, das macht auch nichts, also es ist gar nicht schlimm. Es geht nur darum, dass der Großteil der Schale weg ist. Das mache jetzt ich, weil mit Fellhänden ist es nicht so leicht zu machen, oder, lieber Osterhase? So. Ich höre jetzt auf, weil ich keine Lust mehr habe. Das weitgehend ist die Schale weg. Und jetzt braucht ihr einen Mixer oder irgendwie sowas. Ich habe hier so einen Thermomix-Verschnitt in billig. Da packt ihr einfach all die Nüsse rein oben. Und dann würden die gehäckselt und zermahlen. Eine Weile häckseln sieht so aus, das ist dann so Mehl. Bitte nicht reinfassen, wenn ihr so ein Gerät habt, das ist sehr scharf, die Messerkanten. Genau, aber das reicht uns noch nicht. Wir schieben bloß ein bisschen was runter wieder. Müsst ihr ab und zu machen. Und machen dann weiter, weil wir wollen eine Mousse haben, eine Haselnussmousse. Also, weiter geht's. Ihr seht, es wird schon langsam cremig. Das seht ihr an dem Glänzen. Aber wir wollen es ganz cremig haben. Zwischendrin immer wieder aufmachen und die ganzen Haselnüsse, die sich am Rand verfangen haben, wieder runterschieben. Es ist wichtig, dass ihr das wirklich länger macht, weil wir brauchen so eine ganz dünne, flüssige
Matschepampe. Also da ist nichts anderes drin, außer Haselnüsse jetzt. Weil umso dünner das ist, umso geschmeidiger wird nachher eure Nuss-Nougat-Creme. Sonst habt ihr halt so Stückchen drin, so ein Crisp. Wenn ihr das wollt, müsst ihr es nicht ganz so fein machen. Genau, während ich hier noch ein bisschen mix, macht der Osterhase, schmilzt schon mal die Schokolade. Genau, und hierfür brauchen wir eine Schüssel, einen Topf voller Wasser. Da lasst ihr ein bisschen frei und da stellt ihr die Schüssel rein. Die Schokolade wird nämlich in einem Wasserbad geschmolzen. Dann gebt ihr einfach die Schokolade in die Schüssel und macht den Herd an. Auf nicht so hohe Flamme, sondern nur ein bisschen oder Stufe, sagen wir so. Und dann wird immer wieder gewartet und gewartet und gewartet und gerührt, bis die Schokolade anfängt zu schmelzen. Wichtig ist, dass kein Wasser in die Schokoladenschüssel kommt. Wasser bleibt immer unten im Topf. Und nichts kommt oben in die Schokolade rein, sonst ist die Schokolade versaut. So, mittlerweile haben wir hier auch ein sehr, sehr feines Mousse, wie ihr seht. Da geben wir jetzt den Zucker hinzu. Wie gesagt, ihr könnt auch Puderzucker oder sowas nehmen. Den Kakao. Die Mengenangaben bekommt ihr dann noch am Ende des Videos, wie immer. Und das Öl kommt hier auch noch rein. Und dann mixen wir wieder alles. Auch hier bitte nicht vergessen, immer wieder die Sachen, die an den Rand hochgespritzt sind, wieder runterzuschieben, damit auch wirklich alles am Schluss in der Masse ist. Ihr könnt jetzt an dem Punkt auch noch dieses Vanillearoma reintun, wie ihr das wollt. Ich mache es jetzt nicht rein, weil mir schmeckt kein Vanille. Aber für Leute, die Vanille mögen, könnt ihr es gerne noch reintun. Auch wie ihr seht, die Schokolade ist fertig. Die werde ich jetzt dann gleich der Frau Wind rüberbringen und dann mixen wir es zu den anderen Sachen dazu und dann ist unsere Nuss-Nougat-Creme so gut wie fertig. Und auch hier wieder unsere Regel, alles von der Seite nach unten schieben, nicht reinfassen, ganz vorsichtig das machen, weil die sind richtig, richtig scharf. Und dann ist es eigentlich schon fast fertig und kann in ein Glas abgefüllt werden. Und schwuppdiwupp ist es fertig, euer selbstgemachtes Nutella. Ihr seht, es ist noch ein bisschen flüssig. Stellt es einfach für ein paar Stunden in den Kühlschrank, dann wird es fest und dann könnt ihr euch das schmecken lassen und aufs Brot schmieren. Haha, und schon ist die Nuss-Nougat-Creme fertig. Ich hatte sehr viel Spaß dabei, mit der Frau Wind diese Creme zu machen. Ich werde mich jetzt noch auf dem Balkon sitzen, mir eine Karotte gönnen und entspannen. Ich wünsche euch und eurer Familie frohe Ostern. Vielleicht hoffe ich ja bei euch vorbei. Bis dann. Tschüss. Auch von mir frohe Ostern. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und lasst es euch jetzt schmecken. Bitte denkt dran, die Küche immer aufräumen danach, auch dieses Mal. Nicht, dass es Ärger gibt mit euren Eltern. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ich freue mich schon. Tschüss.
hoffe, euch geht's allen gut. Heute bin ich mal an der Reihe und ich möchte euch zeigen, wie man Lesezeichen wie dieses hier bastelt. Alles, was ihr dafür braucht, sind ein Lineal, eine Büroklammer, ein Kleber, eine Schere, ein Cutter, ein Bleistift, Buntstifte, ein Fineliner und Bastelkarton. Ich hatte leider keinen Bastelkarton daheim und ich habe auch keins gefunden, deswegen habe ich mir hier diese bunten Register genommen. Das könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr kein buntes Papier daheim habt. Weil ich einen Hasen basteln möchte, habe ich mich für das weiße Register entschieden. Und dann würde ich sagen, fangen wir doch mal gleich an. Als erstes müssen wir 2 11 cm lange und 4 cm breite Streifen aufmalen. Wenn ihr das gemacht habt, dann schneiden wir sie als nächstes aus. Nachdem ihr diese 2 Streifen ausgeschnitten habt, legt ihr sie übereinander und befestigt sie mit der Büroklammer, damit sie nicht verrutschen. Als nächstes nehmt ihr einen Bleistift und malt die Ohren des Tieres eurer Wahl auf. Als nächstes schneiden wir die obere Hälfte der beiden Streifen aus. Nachdem ihr die Ohren entlang des Papiers ausgeschnitten habt, entfernt ihr die Büroklammer und legt eins der 2 Streifen erstmal auf die Seite. Der Streifen, den ihr jetzt noch habt, das wird der obere Streifen werden und deswegen malen wir darauf jetzt ein Gesicht drauf. Wenn ihr mit dem Gesicht fertig seid, malt ihr als nächstes die Pfoten auf. Wenn ihr damit fertig seid, nehmt ihr als nächstes den Cutter und schneidet vorsichtig und sorgfältig entlang der Pfoten. Sobald ihr eure Pfoten geschnitten habt, könnt ihr sie so hochfalten, wie ich es hier gemacht habe. Und euren zweiten Streifen dazu nehmen. Als nächstes werden wir jetzt den oberen Teil auf den unteren Teil draufkleben. Dabei müsst ihr vorsichtig sein, dass die Pfoten nicht auch kleben bleiben. Sobald der Kleber angetrocknet ist, seid ihr eigentlich auch schon fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.